Morgen, Leute. Heute steht ein Treffen und ein Interview mit Uli auf dem Programm. Er betreibt auf YouTube den Kanal Sabai Bees. Und bisher kannten wir uns nur über Telefonate, trafen uns zum ersten Mal vor 3 Tagen in einem Café, hatten eine nette Unterhaltung zusammen und beschlossen dann, ein Interview zu machen. Dazu suchen wir uns ein ruhiges Plätzchen am frühen Morgen, 7 Uhr. Hier ist der Night Market in Somtien. Ursprünglich wollten wir uns in der Region dort aufhalten, aber leider geschlossen, weil da sonst alles versaut wird. Nachtwächter ist gerade verschwunden. Jetzt werden wir das hier irgendwo machen. Die ganzen Restaurants sind abgebrochen worden vor 2 oder 3 Tagen. Null Ahnung, ob da noch mal was hinkommt. Und jetzt warte ich auf Uli. Und da kommt auch schon Uli, pünktlich wie die Maurer, schwer bepackt mit seiner technischen Ausrüstung. Und gerade hat mich schon wieder ein Abonnent erkannt. Ja Leute, wir wechselten dann doch noch mal die Location. Etwas angenehmer hier, netteres Ambiente. Wir haben so einen Kaffee bestellt und Uli signiert gerade Bücher, die er meinen Abonnenten zur Verfügung stellt zum Selbstkostenpreis. Grüße aus Thailand. Und was viele Abonnenten oder generell die Leute interessiert, Uli, ist natürlich, wie kommt jemand dazu, sich auf Dauer in Thailand niederzulassen? Ja, du. Die Frage wird mir auch gestellt. Ich kann es nur für mich beantworten. Das war reiner Zufall. Die Gründe sind bei vielen ähnlich. Bei mir war es die Scheidung, der Zusammenbruch des sozialen Systems in Deutschland, also meines sozialen Systems, mit der Scheidung, mit der Trennung, hatte ich plötzlich keine Freunde mehr. Die ganzen Nachbarn, Bekannten, sie waren alle weg. Und ich bekam dann einen Anruf von einer Bekannten, die hat gesagt, pass auf, Uli, du brauchst neue Bilder im Kopf, Tapetenwechsel. Wir fahren im Februar nach Pattaya. Das war 2012. Und ich habe gesagt, gut, okay, ich komme einfach mal mit. Mit Südostasien hatte ich eigentlich nichts am Hut gehabt. Ja. Ging mir genauso. Wir haben Wohnmobilurlaub in Europa gemacht. Ich bin 2-3 Mal in die USA geflogen. Naja, dann sind wir im Februar nach Pattaya gekommen und dann ist das hier erstmal wie ein Rausch gewesen. Du kommst in die Wärme und jeden Tag Sonne. Das war ja die beste Zeit im Februar, trockene Zeit. Und noch relativ kühl eigentlich. Ja, es war schon angenehm. Wir hatten also unter 30 Grad ging es ja gar nicht. Aber es war alles neu. Es war exotisch. Diese Tropenluft und die Palmen und das Meer und das alles. Und ich hatte mich vorher ein bisschen im Internet schlau gemacht. Es gab aber nicht viele. Es gab nicht viele Videos. Nee, zu der Zeit nicht. Zu der Zeit nicht. So, das heißt, es war alles neu. Ich hatte auch niemanden, der mich dann eingeführt hätte. Die paar Bekannten, das war die eine aus Deutschland und ein Mann aus Österreich, mit denen ich da war. Ja gut, die waren im Grunde noch jünger als ich, aber die wollten den ganzen Tag da auf der Sonnenliege liegen. Und wie viele Bücher lesen. So, Urlaub machen. Ja, klar. Ich sage, nee, ich will keinen Urlaub machen, ich will das hier mir alles angucken. Ja, ging mir so, genauso. Hieß also für mich, am zweiten Abend gleich in die Walking Stick. Das war ja nun das Highlight überhaupt. Nun muss man dazu sagen, vor 7 Jahren jetzt, ist das so lange ist das schon her, da gab es noch nicht diesen Chinesenrand, sondern da war Walking Street noch Walking Street, also mit allem drum und dran. Und mehr europäische Gäste. Ja, also ich habe da keine Inder gesehen, keine Chinesen gesehen, so wie heute. Es war faszinierend, aber ich habe mich am ersten Abend nicht getraut, mich da irgendwo reinzusetzen, still in so eine Bar. Ich bin also die, weiß nicht, mal einen Kilometer oder so rauf und runter gelatscht und dann nach Hause, irgendwann gegen Mitternacht und dann drauf folgenden Abend habe ich gesagt, so jetzt fährst du aber mal hin und jetzt guckst du auch mal, die Mädels hatte ich ja gesehen, die Bars waren voll von denen. So, dann nächsten Abend nochmal hin. Ja, und dann gleich in der ersten Bar, das war jetzt der Simons-Komplex
auf der rechten Seite, wenn man reinkommt gleich. Direkt da noch vor der Walking, ne? Nee, nee, das ist in der Walking. Ah ja, klar, da ist nach zweite, dem, nach der dem, zweite Komplex. Nach dem Seafood. Ja. Nach dem Seafood, ja. Dann setze ich mich da an die Bar, dann kommen gleich die Mädels da an und dann schnacken dich an, wollen spielen und so weiter. Ich fand das alles toll, ich war begeistert. Ja, und dann irgendwann wurde ich gefragt nach dem Papier und wie sieht das aus, wie soll die Nacht denn weitergehen, wie soll die denn weitergehen? Ich gehe nach Hause und schlaf. ich habe dann ein Mädel mitgenommen, weil die fand ich einfach faszinierend. Die hatte so ein strahlendes Lächeln mit Zahnreklamewerbung und so. Und naja, so ging das dann los. Ich hatte plötzlich eine Freundin, wollte eigentlich gar keine. Und als der Urlaub dann um war, das Letzte, was sie dann gesagt hat, war, ich warte auf dich. Ich sage, oh mein Gott, so war das eigentlich gar nicht gemeint. Ne? Ja. Kann schnell passieren hier. So ist es. Und dann bin ich nach Hause gekommen und ich habe das gerade mal 4 Wochen zu Hause wieder ausgehalten. Und bin dann wieder nach Pattaya geflogen. Selbe Erfahrung. Ersten Urlaub 3 Wochen und nach 3,5 Wochen war ich wieder hier. Ich hatte also Deutschland mit einmal, das war, ey, das war alles viel zu faszinierend hier. Und man muss dazu sagen, damals hatte das alles noch eine gewisse Magie gehabt. Ja. Man hat die Mädels nicht als Prostituierte angesehen. Das war auch alles easy und locker. Und wie gesagt, ich habe mit den Mädels, Soria hieß sie, die Tage verbracht. Das waren eine normale Freunde, da haben wir nicht über Geld gesprochen oder so. Ich habe ihr ein bisschen Geld zugesteckt, als ich abgereist bin am Ende. Aber das war auch nicht irgendwie etwas, was vorher vereinbart war. Nein, das war das, was ich im Portemonnaie übrig hatte an Wechselgeld. Man lebt früher noch ganz anders als heutzutage. Heute muss man ganz klar sagen, die sind ein Chef geworden. Das sind reine Businessfrauen jetzt und da wird getaktet. Ja. Da wird getaktet. Problem ist natürlich für sie heute, dass kaum westliche Kunden da sind. Aber ich sag mal, die Inder und Japaner und Koreaner, die füllen dann die Lücke. So, also nach dem zweiten Urlaub war es dann so, dass ich gesagt habe, ja, also bevor ich weiter in Deutschland vom Aldi sitze und mir alte Leute angucke, dann fahre ich lieber nach Pattaya und habe in 4 Monaten dann alles verkauft, Haus verkauft, musste ich sowieso, meine Ex-Frau wollte das, wegen der Scheidung. Auto verkauft, alles und bin dann mit 2 Koffern 30 Kilo nach Pattaya gekommen. So. Und hatte dann aber jemanden, der mich überall umgeführt hat. Ich konnte ja auch kein Thai sprechen. Hier hat das für mich alles geregelt. Ich war 22 Jahre alt. Ich hatte eine nette Freundin. Ich habe nicht mehr an die Vergangenheit gedacht. Ich hatte meine neuen Bilder im Kopf, eine neue Umgebung. War alles prima, alles toll. Ging auch eine ganze Weile gut. Ja, und dann bin ich dann auch noch in dieses betreute Saufen hineingeraten, Villa Germania. Horst, Horst und Ingo und Hühnerbaron und wie sie alle heißen. So, und da habe ich immer so kleine Videofilmchen gemacht. Den YouTube-Kanal hatte ich damals schon. Ich habe kleine Videos gedreht mit den beiden und also so als Ergänzung zur Fernsehserie. Das war ja genau der Zeitpunkt, wo der Höhepunkt ihres Fames war. Ihrer Karriere. Und das war das Witz. Das war am Anfang ja auch ganz lustig. Erstmal hatte ich Leute, ich kannte ja sonst außer meiner Freundin hier niemanden. Die haben nette Abende gemacht, aber ich sag mal, wenn man das monatelang jeden Abend mit ein Prosit beginnt, das geht dir aber ganz schnell am Keks. Wird auf Dauer langweilig und man sucht nach anderen Möglichkeiten, sich zu beschäftigen. So bei mir war es dann an der Zeit so, dass ich viel mit dem Motorrad, auch mit dem Moped, damals noch mit dem Moped, die Honda Sonic in die Außenbezirke rein bin, Siracha bis Rayon runter oder bis Tratzel da und Tigerzoo besucht und so weiter. Aber wirst du ja wohl auch gemacht haben, wir dann mal Nero-Umfeld angesehen. Das ist auch so eine nette Geschichte. Ich habe mir damals gleich relativ schnell ein Auto gekauft. Die Zukunft wird rauf und runter gefahren. Gebrauchtwagen waren zu der Zeit sehr, sehr teuer. Ja. Also kaum 10% unter Neuwagenpreis und waren aber schon 3-4 Jahre alt.
So, und ich habe mir dann für 11.000 Euro, glaube ich, so ein Toyota Yaris gekauft. Genau ein halbes Jahr später kommt die thailändische Regierung und subventioniert alle Neuwagenkäufe mit 100.000 Baht. Das heißt also, mein Auto ist über Nacht erstmal 100.000 Baht weniger wert gewesen. Dankeschön. Ich habe den noch 2 Jahre gefahren, habe den dann nachher verkauft für die Hälfte. Am Telefon. Ja, lass mal. Für die Hälfte, also da habe ich schon mal viel Geld verloren. Aber es war natürlich gut, dass man den Wagen hatte, weil dann konnte man sich die Umgebung angucken. Ich bin nach Rayong gefahren, nach Sattahip, auch ins Landesinnere. Ja. Das ist ja das Witzige. Pattaya hat einen gewissen Ruf, da können wir ja vielleicht noch drüber reden. Aber sobald man nur ein paar Kilometer rausfährt, ist man in Thailand. Ist man in Thailand, ja. Also im ländlichen Thailand. Wissen viele ja auch nicht, wenn du Richtung zu dem, zu dem Buddha, wie heißt er noch, der da in dem Berg ist. Hier in Pattaya? Nee, nicht im Achso, der, mit ja, dem, der, in den Felsen reingebaut haben. Der Buddha-Berg. Da heißt der Buddha-Mond. Ja. Und da gibt es noch Farmen, da gibt es Landwirtschaft. Alles. Da gibt es alles, also da bist du außerhalb. Ich bin da früher viel zum Relaxen hingefahren. Auch in diesen Tempel, da habe ich mich hingesetzt, als da dieser große See. Ein wunderschönes Landschaftsbild da. Und habe da gesessen, einfach um den Stress aus Pattaya, diese Reizüberflutung abzubauen. Und ja. Ja, wie gesagt, diese Reizüberflutung hatte ich die ersten 2 Jahre gar nicht. Ich hatte keine Freundin mehr. So, mit der habe ich eben halt all die normalen Dinge gemacht. Manchmal so als Tourist, manchmal dann eben halt auch so. Ich musste 3-mal umziehen, weil die machen hier immer nur Jahresverträge hier. Und den ersten Vertrag hatte ich nur ein halbes Jahr. Das war eine Wohnung auf dem Hügel, auf dem Pattamnakel. Danach haben wir dann uns ein Haus gemietet. 10.000 Baht, ein ganzes Haus. Das mitten in der Stadt. Und das ist ja cool. Zu der Zeit gab es das noch. Ja, ja. Und ja, ganz normales Leben. 2-mal die Woche mit Villa Germania zusammen im Forever Young. Gab es immer Partys, gab es immer was los. Dann hat man irgendeine Maus Geburtstag gehabt, dann hat man gefeiert. Prost. Ist ja sowieso so eine Träne. Der war ja immer für ein Späßchen gut, kommt man ja gar nicht ernst nehmen. Aber ich habe dann die kleinen Videos gemacht auf YouTube. Das hat mir meine ersten 500 Abonnenten eingebracht. Ja, du hast früher angefangen als ich. Ja, aber, da habe ich noch gar keinen Gedanken an YouTube. Das war aber kein Vloggen oder so. Ich mache das ja heute auch nicht, so wie du, dass ich die ganze Zeit rede und sabbel, sondern heute mache ich einfach nur Videos, Creator. Aber damals genauso, die kleinen Filmchen und so, da waren ja auch manche nette Sachen dabei, ne? Hühnerbaron besoffen und dann rumgetapert da im Lokal. Nur irgendwann ging mir das so auf den Keks. Und man kriegt natürlich auch Einblicke. Ich will jetzt nichts Schlechtes über irgendjemanden reden, aber ich sag mal, damals zu dem Hype, wie sagt man so schön, man muss seine Bekanntheit dann auch in Münze umsetzen. Und das haben die beiden natürlich extrem gemacht. Die haben da Wohnungen verkloppt ohne Ende in der Villa Germania und das zu Preisen, da schlagen die heute die Ohren. Gerade jetzt, wo die Preise so runter sind. Das heißt, heute kosten Apartment die Hälfte von dem, was sie damals verlangt haben. Ich habe gesehen, ich war in der Villa, war da essen und die Mietpreise liegen zwischen 9.000 und 14.000 Watt momentan. Und eins ist, glaube ich, sogar für 770.000 Watt zu verkaufen. Ich muss mich entschuldigen, dass ich die Sonnenbrille trage, aber ich bin sehr lichtempfindlich und wir haben hier schon aufsteigende Sonne und es ist schon ziemlich eng. Ja. Ist ja sonst unhöflich, wenn man dein Gesicht nicht mit Augen zeigt. Ja, ich habe auch lieber Brille an. Ich habe das gleiche Problem. Ich bin da immer am Klimpern. Naja, ja, und bei mir war es so, nach einem halben Jahr, war irgendwie die Urlaubsstimmung raus. Ne? Und man muss sich da irgendwie beschäftigen. Na gut, ich habe viel gelesen, lese heute noch viel. Und tja, mit der Rumreiserei, das hat mir dann auch nicht mehr so viel gebracht. Dann habe ich den bescheuerten Fehler gemacht, bin nach Bangkok gezogen, weil ich dachte, da ist das nicht so schlimm. Da habe ich 3 Monate ausgehalten, bin dann zurück und bin ja dann später auf den Acker gezogen. Und da war ja ein ganz anderes Umfeld, da habe ich angefangen, mich persönlich zu beschäftigen. Ich habe nie gekocht in Deutschland oder Holland, wo ich gewohnt habe. Und habe dann angefangen, Leberwurst zu machen und sowas. Hast du da ähnliche Sachen entwickelt, irgendwelche Hobbys? Oder wie hast du dich dann später, wenn die Urlaubsstimmung einmal weg ist, wie hast du dich dann beschäftigt in irgendeiner Form? Eine gute Frage. Wie gesagt, Hobbys, Villa Germania, das war so eine Art Hobby. Ich habe ja auch den Fanshop da gemanagt für Deutschland und
wenn in Deutschland Nachfragen kamen, DVD oder Mütze oder T-Shirt und so, dann habe ich das meinem Bruder nach Deutschland geschickt und der hat das dann in Deutschland verhökert. Hier selber in Thailand darf ich ja nicht arbeiten, eben, mit einer Arbeitserlaubnis. Aber ich habe das dann so ein bisschen gemanagt für die da. Sawyer war immer dabei, aber man muss auch sagen, es ist mit einem 22-jährigen jungen Mädchen auch nicht so ganz einfach. Sie konnte ein bisschen Englisch sprechen, aber die war völlig, völlig hypernervös. Also heute würde man sagen hyperaktiv. Genetisch, wie nennt man das? Ja, hypergenetisch. Hyperaktiv. Die hatte Hummeln im Hintern und die wollte ständig was machen. Nicht disco-mäßig oder so, aber ständig immer unterwegs sein und dies und das. Wir sind viel auf der Dark Side gewesen, sind da rumgelaufen, haben die Ausflüge gemacht. Die Zeit verging halt, waren plötzlich 2 Jahre rum. So, und dann war das Problem, dass man, also das ist das Schlechte, was ich über manche Leute sagen muss. Wenn Phalangs hier wohnen, sie denken, jede Frau ist hier zu kaufen. Ja. Und das Schlimmste ist, unter den Bekannten und Freunden genauso. Ja. Das heißt, du kommst mit einer hübschen Freundin an, alle gieren sie auf die. Und du kannst hundertprozentig sicher sein, wenn da einer nur die richtige Summe auf den Tisch legt, dann bist du deine Freundin los. Ja, nee, ob das nicht heute noch so ist, weiß ich nicht. Es gibt nicht mehr so viele Fallen. Die sterben ja langsam aus hier. Unsere Generation, ja. Und die Jungen, die aber nach hier kommen, die haben vollkommen andere Interessen. Also Horst zum Beispiel war ganz heiß auf meine Sawyer. Und der Besitzer von vorher war Jan genauso. So, das ist aber auch das Einzige, was ich Wenn er Horst noch nicht kennen sollte, also das ist Horst in seiner Glanzzeit. Und erzähl mal, wie bist du überhaupt dazu gekommen, Bücher zu schreiben? Du hast ja einige geschrieben. Kommt auch aus der Villa Germania. Ich habe mal abends gesessen mit dem Hühnerbaron zusammen, haben Bierchen getrunken. Ich habe einen Blog geschrieben. Und zwar einfach nur, um das alles, was man so erlebt hat, nicht zu vergessen. Erlebnisse zu verarbeiten. Ja, das war immens. Und habe einen Blog gemacht, der war privat, aber im Internet. Den habe ich irgendwann dann auch mal veröffentlicht. Und dann war ich da gerade mal auf dem Smartphone zugange. Hühnerbaron sieht das, was ist das? Was machst du da? Ja, ich habe einen Blog da, ich schreibe da gerade ein bisschen was. Und so. Lass mal lesen. Dann hat er sich das jetzt nicht alles durchgelesen, aber so die ersten Seiten und so. Hey Mann, das sind doch tolle Geschichten und so. Mach doch mal so ein E-Book draus, ein Buch draus. Ja, E-Book, Buch, keine Ahnung, wie geht das? So, dann habe ich mich im Internet schlau gemacht und habe mit Amazon einen Partner gefunden, die ein eigenes Programm haben, um E-Books zu erstellen. Du machst alles selber. Also du schreibst selber, du formatierst selber, du machst das Cover, das Backcover. Das Ding muss fix und fertig sein, nur hochladen und Amazon veröffentlichen. Und das erste Buch ist dann natürlich, Horst war sofort Feuer und Flamme, du schreibst über mich. Ja klar, er war ja oder ist ja ein Selbstdarsteller. Er war der absolute Selbst und Klappern gehört zum Handwerk, das konnte er und kann er wahrscheinlich immer noch. Wenn er noch lebt, ich weiß nicht, habe ihn lange nicht mehr gesehen. Ich habe ihn nicht gesehen, also als ich in der Villa war, da war sehr wenig zu tun. Restaurant, da war ich mit der Koi, dann kamen noch 2 Pärchen rein und an der Bar saßen zwei Leute. Aber ich würde sagen, da die Älteren ja teilweise weggezogen sind, ich glaube, Ingo hängt jetzt irgendwo im Saarland rum. Ne? Der ist in der Nähe von Korat, hat da eine Hühnerfarm. Ja, gute Idee.